Es sind erfahrene Guerillakämpfer, die in dieser Nacht in einem Hinterhof in München-Haidhausen zusammengekommen sind. Für ihre Aktion haben sie sich bestens ausgerüstet. Vor ihnen liegt eine arbeitsreiche Nacht. Denn die Leute um Anführer Sébastien Gaudon haben ein klar umrissenes Ziel. Die machen Fahr München runter heute. Diese Nacht wollen die grünen Rebellen ein Beet vor einem Kirchplatz anlegen. Sie müssen sich beeilen. In 2 Stunden sollen 4 Dutzend Pflanzen in der Erde sein. Sébastien und seine Leute sind Anhänger einer Bewegung, die vor 40 Jahren in den USA ihren Ursprung hatte. Guerilla Gardening. Sébastien, was ist jetzt die Idee vom Guerilla Gardening? Die Idee von Guerilla Gardening ist, dass jeder Anwohner sich beteiligen kann, also aktiv sein kann und seine Umgebung auch bepflanzen kann. Es gehört nicht der Stadt, es muss nicht nur die Stadt machen, aber jeder kann auch aktiv sein. Gärtnern auf öffentlichem Grund, das ist eigentlich illegal. Doch in München duldet die Stadtverwaltung mittlerweile die spontanen Aktionen der Guerillagärtner. Trotzdem bleibt eine Spur Anspannung bei dem nächtlichen Abenteuer. Was ist, wenn sie gleich von einer Polizeistreife entdeckt werden, die auf einer offiziellen Genehmigung besteht? Die Polizei, letztes Mal wurden die auch kontrolliert. Und die haben gesagt, wir sind die Guerillagärtner und okay, weitermachen. Seid ihr eigentlich auch schon mal verjagt worden? Habt ihr das schon erlebt? Wir nicht. Andere vielleicht. Aber deswegen machen wir immer schnell. Ja. Wir kommen, wir pflanzen, wir sind wieder weg. Heute müssen die Guerillagärtner ihre Pflanzaktion noch schneller durchziehen als geplant. Ein Unwetter zieht auf. Nach gut einer Stunde verschwinden sie, so schnell, wie sie gekommen sind. Guerillagärtner Sébastien ist mittlerweile bei der Umweltorganisation Green City angestellt. Er hat eine Aktion mitorganisiert, die die Guerillagärtnerei auf legale Beine stellt. Die Grünpaten. Mitarbeiter eines Internetunternehmens sollen heute einen Grünstreifen in Schwabing bepflanzen, im Rahmen eines Firmensozialtags. Ein paar Anweisungen wegen der Bepflanzung. Also der Boden ist hier in der Stadt so verdichtet, dass wir oft mit Spitzhacken rangehen müssen. Aber gleichzeitig müssen wir aufpassen, dass wir die Wurzeln nicht verletzen. Auf diesem verwahrlosten Streifen sollen innerhalb weniger Stunden blühende Gartenbeete entstehen. Für die freiwilligen Mitarbeiter der Online-Firma bedeutet das Hacken, Graben, Schwitzen. Und was halten Sie jetzt von der Aktion? Super. Ja? München wird grüner. Ja? Ja. Aber das ist richtig Arbeit, oder? Ja, aber deswegen sind wir ja hier. Wir sitzen den ganzen Tag am Schreibtisch und dann kann man ja ein bisschen was tun. Man hat so ein bisschen was mit Erde zu tun, Kontakt mit Boden, das ist was Schönes. Super, ja? Macht Spaß, ja. Die Stadt München unterstützt das Projekt. Alle Pflanzen werden von der Stadtgärtnerei gestiftet. Dennoch ist diese Aktion heute eine Ausnahme. Denn normalerweise sind es Anwohner, die sich für die Grünpaten-Aktion bewerben, vor ihrer Haustür Beete anlegen und dann die Verantwortung für die Pflege übernehmen. Auch heute arbeiten einige Nachbarn spontan mit. Und Sie unterstützen die Aktion auch? Ja, selbstverständlich. Gerne. Da wär's mal schön. Ein paar Meter weiter hat Kaffeepächterin Anna Thoma sogar eigene Blumen mitgebracht. Im Laufe des vergangenen Jahres hat sie schon viel auf eigene Faust gepflanzt. Die schönste Sprache der Welt sind Blumen. Sind Sie auch begeistert von der Aktion? Ja, sowieso. Ja, sowieso. Ich wollte, bevor die Sébastien gekommen ist, ich wollte sowieso pflanzen. Aber er ist gekommen und es ist genau richtige Zeit. Das finde ich jedes Mal beeindruckend, wie viele Anwohner mitmachen, die eventuell auch teilweise am Anfang nicht geplant hatten, mitzumachen, eventuell dazu stoßen und fragen, was kann ich noch dazu machen. Wir machen nur die Aktion, wenn wir das Gefühl haben, dass die Leute sehr motiviert sind und wenn sie auch schätzen können, was für einen Aufwand es bedeutet. Es geht nicht um die Bepflanzung selbst, aber auch um das Gießen danach und die Pflege. 5 Stunden später ist die Arbeit vollbracht. Ein 30 Meter langer, trostloser Abschnitt entlang der Straße hat sich in ein Blumenbeet verwandelt. Ja, toller Tag, ein toller Gärtner. Und das freut mich sehr, dass das Ergebnis auch so schön geworden ist und dass wir ein Stück München grüner gemacht haben.
Mehr Farbe in der Stadt, mehr Miteinander in der Nachbarschaft. Die ehemaligen Guerilla-Gärtner haben mal wieder ein Zeichen gesetzt.